Hallihallo. Heute lernst du mit Babylon eine weitere Hochkultur kennen, die sich im Gebiet des Nahen Osten entwickelte, vor allem in den heutigen Ländern Irak und Syrien. Zu Beginn war es ein kleines Königreich im Zwischenstromland Mesopotamien, das sich unter der Herrschaft von König Hammurabi zu einem mächtigen Reich entwickelte. Du erinnerst dich vielleicht, Mesopotamien ist das Zwischenstromland oder Zweistromland zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris, das Land der Sumerer, die die erste Schrift entwickelt hatten, die Keilschrift. König Hammurabi erweiterte das Land und eroberte das Reich der Sumerer und die Stadt Akkad und baute die Stadt Babylon als Hauptstadt des Reiches auf. Nach Hammurabis Tod wurde die Stadt Babylon von mehreren Völkern geplündert und eingenommen. Unter König Nebukadnezar II. Erlangte es jedoch wieder Ruhm und Ehre. Er eroberte während seiner Herrschaft den Süden Palästinas und zerstörte die Stadt Jerusalem. Die Bewohner verschleppte er nach Babylon. Um 539 vor Christi Geburt wurde Babylon von den Persern erobert und war somit ein Teil des mächtigen Persischen Reiches. Die beeindruckende Hauptstadt befand sich am Ufer des Flusses Euphrat in der Nähe der heutigen Stadt Bagdad im Irak und war sowohl ein Handelszentrum als auch ein religiöses Zentrum, in dem der Gott Marduk, der Beschützer der Stadt, verehrt wurde. Der Boden dort war damals sehr fruchtbar und die Menschen konnten ihn gut für die Landwirtschaft benutzen. So hatten sie genug zu essen und konnten nützliche Dinge erfinden. Die Babylonier waren großartige Mathematiker und Astronomen. Von ihnen stammt die älteste bekannte Weltkarte und sie hatten bereits ein System von Massenmaßen. Die Metallgewichte waren damals geformt wie Löwen. Du siehst es hier auf dem Bild. Außerdem waren sie hervorragende Baumeister. Der Turm von Babel war damals eines der höchsten Gebäude der Welt. Er kommt sogar in der Bibel vor. Das Ishtar-Tor, Teil einer beeindruckend starken Stadtmauer, war der nördliche Eingang zu Babylon, dekoriert mit den Symbolen des Stadtgottes Marduk, Bullen und Drachen. Es war bekannt nach Ishtar, der Göttin der Liebe und des Krieges. Was für ein Gegensatz der Zuständigkeiten eigentlich. Die hängenden Gärten von Babylon zählen zu den sieben Weltwundern des Altertums. Der Legende nach wurden sie für die Frau Nebukadnezars II. Errichtet, weil diese so Heimweh nach ihrem Mutterland Persien und dessen grünen Hügeln hatte. Mit einem letzten Blick auf das Ishtar-Tor und die Stadt Babylon verabschiede ich mich nun von dir und hoffe, dass du dir einiges gemerkt hast.